Wettershow. Und da sind wir jetzt gespannt, wie wird das Wetter am heutigen Tag, beziehungsweise stehen wir ja kurz vorm Wochenende, vorm letzten, viertes Adventwochenende steht vor der Tür. Und ich kann nur so viel sagen, es wird, so wie ich mich auch heute gekleidet habe, doch sehr sonnig werden in vielen Teilen Österreichs. Und hier sehen wir noch wunderschöne Bilder unserer Wettercams. Hier blicken wir nach Saalbach und zum Schluss haben wir für Sie noch Wildschönau im Bezirk Kufstein vorbereitet. Jetzt geht es aber direkt an die Wetterwoll beziehungsweise zu Europa. Und da haben wir ein stabiles Hochdruckgebiet im gesamten mitteleuropäischen Bereich. Anders sieht es hier bei den britischen Inseln aus. Da zieht hier vom Atlantik her ein Tiefdruckgebiet auf das Land zu und somit werden demnächst dann auch Regenschauer hier ins Land ziehen. Regen ist bei uns Gott sei Dank weit, weit weg, aber dafür haben wir den Nebel wieder mit dabei. Sie sehen es auch hier in Zwettl. Da gibt es heute die Möglichkeit für Nebel und Hochnebel, ebenso wieder in Klagenfurter Becken. Aber wenn der dann wirklich weggeht, dann sehen Sie viel Sonnenschein. Auch hier in Zwettl diesmal wunderbar die Sonne mit dabei im Westen sowieso, da haben wir die gesamte Woche über viel Sonne schon dabei gehabt. Das sehen wir auch hier noch einmal im Detailblick. 7 Grad Tageshöchstwerte und die Sonne. Also ich würde sagen, ein sehr guter Start in dieses Wochenende. Für den Osten, da gibt es die positive Neuigkeit, dass die Temperaturen nach oben gehen. Gestern hatten wir 4 Grad Tageshöchstwerte, heute sind wir bei 6 Grad, aber wieder viele Wolken. Das ist leider die Wiederholung auch von gestern. Sie sehen jetzt den Ausblick für morgen. Sonnenschein pur in westlichen Teilen der von Österreich, am Sonntag dann wieder ein paar Wolken bei 8 Grad dabei. Im Osten, da haben wir in dem Fall die Sonne, die kommt jetzt wieder ein bisschen mehr durch, das ist sehr erfreulich. 6 Grad morgen, am Sonntag dann 5 Grad und der Wochenstart aus heutiger Sicht doch ja eine gute Mischung aus Wolken, ein bisschen Sonne und 6 Grad. Das ist also der Blick aufs Wetter. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause und dann melden wir uns zurück mit den Entwicklungen des Coronavirus in Österreich, aber auch international. Bis gleich.